Mann, oh Mann, oh Mann, das habe ich ja wirklich nicht gedacht. Über 8600 Aufrufe hatte mein philosophischer Podcast über Ludwig Wittgenstein, den ich vor 6 Jahren produziert habe. Und als ich den jetzt neulich nochmal gepostet habe, da gab es so viele begeisterte Reaktionen, natürlich vor allem über die Stelle bei 3 Minuten und 6 Sekunden, dass ich mir gesagt habe, ich muss mal wieder philosophische Podcasts machen. Und damit fange ich jetzt an mit einer kleinen Staffel über Philosophen, die heute so eher in der philosophischen Schmuddelecke stehen. Zwar nicht so sehr im tatsächlichen philosophischen Gespräch, aber doch, wenn es mal darum geht, einen Philosophen in der Öffentlichkeit zu zitieren oder ihn als politisches Argument für irgendetwas zu verwenden. Und da gibt es natürlich in Deutschland ein paar ganz bekannte Namen, allen voran natürlich Martin Heidegger, aber auch immer wieder gern genommen Carl Schmitt und letztendlich auch immer wieder in diesem Zusammenhang genannt Arnold Gehlen. Und mit ein paar kleinen Ideen dieser Denker, die ja sehr viel gedacht haben und sehr viel geschrieben haben, möchte ich mich also in den nächsten Wochen beschäftigen. Es wird also 3 Teile geben, erstmal eine kleine Staffel. Zum ersten geht es heute um Carl Schmitt, dann wird es um Arnold Gehlen gehen und zuletzt als Höhepunkt sozusagen natürlich um Martin Heidegger. Wenn man heute mal zum Beispiel in einer berühmten Suchmaschine den Namen Carl Schmitt zusammen, sagen wir mal, mit so Begriffen wie AfD oder Pegida eingibt und vielleicht mal in den News schaut, dann findet man ganz interessant immer wieder gleiche Artikel, die darauf hinweisen, dass es eigentlich fast verboten sein müsste, Carl Schmitt zu zitieren. Hier gibt es zum Beispiel, darüber berichtete jüngst der Südkurier, vor wenigen Tagen erst eine Wahlkampfveranstaltung der Alternative für Deutschland, wo auch so ein paar AfD-Kritiker gekommen sind. Und als also der Referent dort, der immerhin Landesvorsitzender der AfD ist und gleichzeitig Philosophiedozent, als der also Carl Schmitt zitiert, wird er unterbrochen mit der Frage, ob er denn wisse, dass Schmitt ein Nazi-Philosoph war. Ja, und die Lübecker Nachrichten zum Beispiel berichteten vor einiger Zeit auch von einer Veranstaltung der AfD und zitieren dann einfach nur verschiedene Dinge, die der AfD-Mensch dort gesagt hat. Und dann wird also gesagt, an dieser Stelle zitiert er den höchst umstrittenen Philosophen und Rechtsgelehrten Carl Schmitt. Wenn man das so hört, dann sagt man sich natürlich, Mensch, die Bücher von diesem Carl Schmitt, die sind wahrscheinlich längst verboten. Das war so ein Nazi, das lohnt sich auch gar nicht, da überhaupt reinzugucken. Warum sollte man sich heute mit Carl Schmitt beschäftigen? Wer sollte den heute noch lesen? Aber man staunt dann so ein bisschen, nicht? Wenn man in die Bücherläden geht oder bei Amazon guckt, kann man jede Menge Bücher von Carl Schmitt kaufen. Gibt ganz frei zugänglich. Carl Schmitt, hier zum Beispiel Legalität und Legitimität, der Nomos der Erde, 4. Auflage, politische Theologie, 9. Auflage, der Begriff des Politischen, 7. Auflage und auch in der 7. Auflage bereits 2010 erschienen, Carl Schmitt, Theorie des Partisanen. Und darum soll es mir heute mal kurz gehen. Carl Schmitt hat nämlich tatsächlich eine Theorie des Partisanen entwickelt. Das Buch ist von 1963, 62 geschrieben, 63 veröffentlicht. Eine Theorie des Partisanen entworfen, die er mit sehr vielen historischen Beispielen dann anreichert. Und darin geht es ihm erstmal darum, überhaupt zu sagen, was ist ein Partisan? Ein Partisan zeichnet sich nach Carl Schmitt durch 4 Merkmale aus. Auf der einen Seite ist er ein irregulärer Kämpfer. Er ist also nicht durch eine Uniform wie der Soldat sofort zu erkennen.
Er trägt seine Waffen nicht offen und er ist eben irregulär, auch in dem Sinne, dass er sich nicht an Regeln hält. Ein weiteres wichtiges Merkmal, so Carl Schmitt, ist das intensive politische Engagement. Der Partisan ist also ein durch und durch politischer Kämpfer, der an einer politischen Front kämpft, und gerade der politische Charakter seines Tuns bringt den ursprünglichen Sinn des Wortes Partisan wieder zur Geltung. Das Wort kommt nämlich von Partei, schreibt Carl Schmitt. Das dritte ist die Beweglichkeit, die Schnelligkeit und überraschender Wechsel von Angriff und Rückzug. Mit einem Wort, gesteigerte Mobilität sind auch heute noch ein Merkmal des Partisanen. Er ist also sehr flexibel, nicht nur in seinen Methoden, sondern auch in seinen Einsatzorten. Aber ein bisschen im Gegensatz dazu, trotz aller taktischen Beweglichkeit, spricht Carl Schmitt beim Partisanen von einer grundsätzlich defensiven Situation des Partisanen. Er ist nämlich sehr stark mit dem Land verbunden. Die Verbindung mit dem Boden, mit der autochthonen Bevölkerung und der geografischen Eigenart des Landes zeichnet den Partisanen als Viertes aus. Und spätestens an dieser Stelle, wenn Sie mir bis hierher zugehört haben, werden Sie sich fragen, warum erzählt er das Ganze heute? Gibt es denn heute überhaupt noch Partisanen? Gibt es noch Leute, die mit dem Boden und mit der autochthonen Bevölkerung des Landes so intensiv verbunden sind? Und da ist es ganz interessant, viel weiter nach hinten zu blättern in diesem Buch. Da finden wir dann zur Frage dieses Raumaspektes noch ein paar Sätze. Ganz unabhängig von dem guten oder bösen Willen des Menschen produziert jede Steigerung der menschlichen Technik neue Räume und unabsehbare Veränderungen der überkommenen Raumstrukturen. Und Carl Schmitt bringt da eine ganze Menge von interessanten Beispielen. Er spricht über die Raumfahrt, über die Erkundung der Meeresböden, über Atommülllager auf dem Meeresboden. Er spricht aber auch über Telefon, über neue Formen der Kommunikation, natürlich über das Fernsehen und über den Rundfunk. Und an dieser Stelle wird die Sache, wird dieser Text aus den 1960er Jahren plötzlich interessant für uns. Denn auch das Internet ist eine Technik, die Online-Welt ist eine Technik, die die Raumstruktur, dass unsere Vorstellung von Raum ja radikal verändert. Dabei aber den Raum ja nicht abschafft, sondern der physische Raum wird durch einen virtuellen Raum ersetzt. Und auch in diesem virtuellen Raum gibt es natürlich Partisanen. Es gibt die Hacker, es gibt die Anonymous, es gibt die Whistleblower. Sehr oft eben auch sehr stark politisch motivierte, irreguläre Kämpfer, sehr beweglich, sehr aktiv, sehr flexibel in ihren Einsatzformen, aber eben wie der Partisan mit ihrem Raum, mit der autochthonen Bevölkerung, denen, die dort im virtuellen Raum leben und dort bewusst ihre Zeit verbringen und sehr intensiv ihre Zeit verbringen, sehr stark verbunden. Und von denen letztendlich auch getragen. Die heutigen Partisanen, das sind die politisch motivierten Hacker und die politisch motivierten Whistleblower und natürlich die Leute von Anonymous. Aber darüber hinaus sind es auch die Blogger auf der ganzen Welt und die Leute, die in den sozialen Medien Informationen teilen, die sich politisch aktivieren in der virtuellen Welt. Zumindest sind sie die Bevölkerung, die autochthone Bevölkerung, von der Carl Schmitt gesprochen hat, wenn er sagt, dass die Partisanen mit dieser Bevölkerung eng verbunden sind und von ihr getragen werden. Und deshalb ist die Theorie des Partisanen von Carl Schmitt sicherlich ein unglaublich aktuelles Buch, ein spannendes Buch, mit dem man sich beschäftigen kann, um die virtuelle Welt und die politischen Aktivitäten in der virtuellen Welt, im virtuellen Raum zu verstehen. Und deshalb kann ich das nur empfehlen, das zu lesen. Mehr will ich darüber gar nicht erzählen. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal.